Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java von unserem TG. Ich weiß mal, heute nein, keine Variablen, aber das hier, aber das, was die Casting meint und so ist die Konversion von einem Team an den anderen. Okay, fangen wir mal mit einem kleinen Beispiel. Warum wir das einfach? Wir hatten das schon gesehen. 7 geteilt durch 2. Das geht 3. Mal gesehen. Okay, schön, auch gut, mir das nicht unbedingt das, was ich will, wenn Java 3,5 will, schon eine Division. Nicht entier, das ist eine ganz normale Division. Ja, du gehst eine einfache Lesung direkt. Ja. Einfach auf Platz 2 schreiben wir 2.0. D'accord? Das heißt, ja, 7 geteilt durch 2.0, hast du nicht so ein Problem. Wir hatten ja hier oben etwas geschrieben, schon ein ganz Zahl geteilt durch ein Double. Wir haben aber Double geteilt durch Double, aber nirgends Int geteilt durch Double. Ja. Das ist ein Problem. Was heute geschieht, also am Anfang, ein darf auf keinen Fall das tun als Operation machen. Der Compiler kann das nicht. Mhm. Er muss in diesem Fall wahrscheinlich ein Double geteilt durch Double machen. Das haben wir ja so gesehen. Das ist möglich, ja. Das ist möglich. Wie weit? Weil wir nur in der Tabelle gesehen, Int ist mehr klein wie ein Double, und ich kann dann ein Int an einem Double drum machen. Ja, und dabei muss ich wissen, die geringe File high ist automatisch. Ja. Das ist automatisch, die geht automatisch. Was geschieht? Weil der Compiler, der Java-System am Anfang, die wandelt Daten als 7.0 geteilt durch 2.0. Ja, die Sache doch nur im Autocasting. Ja. Voilà, das ist der To-Cast, der 7 geht automatisch umgewandt, das Casting. To cast als Umwandlung und als Automatik. Den nutzen wir als Automatik, ja. Autocasting. Genau. Das ist der geringe Pfeil. Das ist hier wandert automatisch von einem Byte auf einem Short, von einem Byte auf einem Float, wie ihr wollt. D'accord? Und das Resultat von der heutigen Operation ist das selbstverständlich 3,5. 3,5. Ein Double. Ja, d'accord? Aufpassen, wenn der dann so schief speichert, muss natürlich die Variable, die das Resultat empfängt, auch ein Double sind. So ist Fehler melden. Das geht darum nicht, weil ich kann nicht ein Double an einer Variable vom Typ Int speichern. Oder ein Double an einer Variable vom Typ Float. Ja. Das sind zwei Komma-Zwellen, mit denen ist es zu klein. Ja. Okay, das scheint auch gut mit ganz Zwellen, die ich zu tippen. Ja. Problem ist, in der Realität, haben wir so etwas. A geteilt durch B. Wo A ein Int ist. Ab B auch ein Int ist. Also kleinen Tipp, ne? Schreib G.0 an der B, ja. Also nicht so, ja. Leider geht das nicht. Nein. Dato muss man dann etwas anderes tippen. Wir müssen dem Compiler sagen, ich will Dato als Division rationell, als kommerzielle Division machen. Ich muss ihm dazu sagen, das ist A geteilt, zum Beispiel, Klammer, das nennen wir dann nur ein First Cast, Double, und dann mein B. Ja. Das tun als den Forced Casting. Das wandelt der B als ganz Double. Ja, eigentlich geht es. Ja. Was geschieht dann? Da wandelt hier automatisch den A auch als Double. Da kann man ruhig eine Division, wie man sie kennen kann. Wenn Sie darum gedreht haben, können Sie auch den A als Double machen. Oder den A an der B. Den A an der B, das ist ein bisschen überflüssig, mit das auch richtig. Hier muss sowieso für uns. Ja. Voilà. D'accord? Das ist dann den Forced Casting. Du hast auch keinen Fehler, mein nächstes Spezial, das nimmt zu tun, ich will den B als kommerziell gebrauchen. Und ich meine, weiß, dass du versteht, wie die Casting funktioniert, dann nimmt er nicht überall los, wo ein Double oder ein Int für du setzt, egal wie. Egal wie. Da das meistens dann falsch, wenn dann irgendwann geht es schief. Von der Programmation aus. Das weiß von allem, dass er das verstanden hat. Aufpassen, das tun hat Priorität par rapport zu all den anderen Operationen. Ja. Double von der Statur schreiben. Ja, ja, interessant. Double B plus 3. Er möchte für dich den Double B und dann der plus 3. Ja, wichtig zu wissen. Ja. Wichtig zu wissen. Ja, das kriegt dann so ganz komische Effekte, wenn jemand Division spielt zum Beispiel. Ja, aber wenn die ganze Expression soll sein, dann muss ich in eine Klammer setzen. Ne? Wann? Dann muss ich Statur für dich zum Beispiel in eine Klammer machen oder so Geschichten. Ja. Ja. Das sind wichtig, ganz wichtig sein. Denn Double wird die höchste Priorität. Par rapport zu der Plus-Minus-Dividiert, Modulo und alles. Ja, ja. D'accord? Voilà, du fehlst aber ein paar Sachen. Das tun ist das Prinzip. Automatik-Casting oder forcierende Casting, für zu sagen, nee, die tun will ich aber mit einem großen Typen.
Ja. Leider ist das noch nicht alles. Da kommen noch ein paar Schwierigkeiten. Das ist zwar nicht kompliziert, das Meterschuss muss in drauf passen. Ein anderes Beispiel noch einmal. Ach gut, mal Beispiel also. Int a ist gleich 3. Ich kann mal kein D. Ich meine, die muss proper. Das mal nicht. Ich kann kein D schreiben. Das ist nicht schlimm. Ups. D, Double, B, 2.0. Dann haben wir Strichpunkte dabei. Noch mehr Spezielles, ja? Ne, ich denke. Ich denke. Deklaration, Materialisation, haben wir es oft gesehen. Voilà. Da tun, der wir statt schreiben. B aus A. B aus A. A aus ein Ganzzahl. B aus ein Double. Wenn ihr hier meine Tabelle rumguckt, int, der wir schon den Double gucken, ja, hier wandert automatisch für mich. Da tun als Double und dann müsst ihr den Effekt ausführen. Kein Thema. Kein Thema. Das ist der Ton, schägerer Gring. Okay. Interessant. Was möchtest du, wenn du den B rausbringst, den Inhalt? Schreibst du den 3 oder schreibst du den 3.0? Was ist der B? Der B ist ein Double, also? 3.0. Okay. Und der 3. Und der 3. Ich meine, eine zweite Operation. A aus gleich B. Ja. B aus 2, das ist ein ganz 12. 2.0, das ist ein ganz 12. Ja. Nee. A geht nicht, das kannst du nicht drauf gehen. Voilà. Großkost an die Kleinkost. Auch von den Inhalt. Den Inhalt klein zufälligerweise. Voilà. Ja. Das ist klein genug, mit dem Compiler verbieten wir. Ja, das. Interessant, wie wenn du schreibst, ja, Double B aus 2, ja, kannst du auch machen. Ja. Ich meine, dann ist nach mehr Männer offensichtlich zu sehen. Die Statuen schreiben wir direkt. No. No? Okay. Wenn ich aber dann heute ein 2 mache. Da gesagt ihr nicht so direkt. Da gesagt ihr nicht so direkt. Das ist valid für wert, weil das tatsächlich für einen drin, B ist gleich A. Das tun wir ein ganz 12. Mhm. Ich will den an eine Doppelvariable aufspeichern. Was muss er machen? Er muss für dich konvertieren. Das ist ja. Konvertiert den 2 auf 2.0. Ja. Möchte für alles verstoppt. Mhm. Und dann von dem 2.0 möchten wir an der B dran. Ja. Auch von mir wissen, wir haben einen ganz 12 dran gemacht. Der Compiler sagt, nein, ich darf den nicht an einem Interim wandeln. Ja. Das geht nicht mehr. Ja, ja wir haben sowas aber nicht. Ich weiß, dass es nicht mehr ein ganz 12 dran ist. Ich will den aber rücken. Ja. Da geht dann nur den dritten Fall. Ja, den hier. A, Ausgleich. Und dann machen wir immer Casting. Aber das geht ja. Und den anderen W. B, okay. Das tun heißt, wandel den Inhalt von B an einer ganz Zölle. Ja, vielleicht, verwechseln, das tut man was für ein Round. Das geht Round. Das geht Round, ne? Er hält einfach die Kommastelle weg. Das heißt, also für Double B aus 2,7, das ist 2. 2, ja. Er hält einfach die Kommastelle weg. Mhm. Das muss ich wissen. Muss ich wissen. Das ist kein Rupp- oder Rufrande, ne? Das ist Kommastelle weg. Geht das doch bei negativen Zwölle? Ja, aber du hast mir gefährlich, weil du musst kontrollieren, ob du einfach minus 2,7 oder minus 2 möchtest. Mhm. Hängt vom System aus. Darum seht ihr, du müsst minus 2 machen. Ja. Ja. Da kann es nicht subtil sein. Da kann es nicht subtil sein, weil es gibt 3 oder 4 verschiedene Normen. Mhm. Und die eine Sonde geht minus 3. Ja. Weil das minus 3 plus ein kleines Delta. Mhm. Und die andere die Sonde, nee, das minus 2 minus ein kleines Delta. Okay, das Java möchte im Prinzip minus 2,7 geht minus 2. Okay. Bitte muss ich nicht mehr kontrollieren, weil so Geschichten mhm. probiert, am schlimmsten Fall. Voilà, da tun wir dann den normalen Cast. Das ist das, was wir immer unter Cast verstehen, dass das tun. Das ist Richtung der Roden. Ja. Dafür hast du den tun. Muss, als groß macht klein. Den muss er präzise schreiben. Mhm. Den muss er schreiben, sonst geht das nicht. D'accord? Mhm. Mich also dann fangen nicht zu suchen. Wenn ich nicht schon meine stehen, sonst meine stehen nicht. D'accord? Und Sachen, die dann automatisch gehen. Okay. Nein, brauchen wir nicht zu sagen. Nein, ich meine, das ist alles zu diesem Thema gesagt. Ja. Dann sagt, merci für den Nullleistern und bis nächstes Mal.